Wir geben beim Training ja immer 120%, ne? Ja. Mehr als 100% ist ja schwierig, ne? Und absoluten Fokus und hast nicht gesehen. Ich habe immer geschrieben, wenn ich jetzt 40 Jahre jeden Tag mit absolutem Fokus immer 20% trainiert hätte, wäre ich doch schon nichts tot, würde ich behaupten. Also Bullshit hoch drei. Und wir haben gerade früher, wir haben so viel gelacht beim Training, wenn jetzt 10 Mann sind und jeder hat Unsinn geredet und trotzdem sind der eine 300 Kilo gebeugt worden, der andere hat einen 52 Oberarm trainiert, weißt du? So, wir machen jetzt ein Training mit dem Thomas, Arme, und mal gucken, was für Tipps und Geheimnisse er uns verraten wird und mal gucken, wie es wird. Wie lange dauert das Armtraining bei dir meistens, wenn du alleine trainierst? Bei 5 Stunden, ja. Und schon mal der Hektik beim Training. Ich schwitze ganz selten. Ich mache die erste Übung immer so 8 Sätze. Mhm. 8 Sätze? 8. Damit ich schon einen gewissen Reiz habe. Ja. Viele machen ja 3, 4 Sätze davon, 3, 4 Sätze davon, 3, 4 Sätze davon. Haben sie überall ein bisschen was gemacht und mit einem richtigen Reiz gesetzt. Und wenn man ein paar Absätze gemacht hat, dann merkt man nichts, dauert was von mir. Ja, also die Diäten waren früher natürlich schon recht hart, weil da habe ich auch teilweise 5.000, 6.000 Kalorien am Tag gefuttert und musste dann teilweise in 7 Wochen 20 Kilo runter machen. Ne? Da war es dann auf 11, 1200 Kalorien am Tag. Wie viel? 11, 1200 würde ich sagen. Ui. War also nicht viel. Und hatte trotzdem ganz normal meinen Job weitergemacht und allerdings kein Cardio, gab es damals gar nicht. Es gab, glaube ich, ich möchte mal wissen, ob überhaupt im Studio ein Ergometer war. Wüsste ich eigentlich nicht. Ne? Und dann später, so wie die ersten Weltmeisterschaftsqualifikationen kamen, habe ich halt festgestellt, wenn du halt nicht ganz so viel zugenommen hast, ist dann die Diät doch etwas leichter. Und die Diäten waren natürlich dann auch deutlich leichter, weil ich dann vielleicht nur 10 Kilo abgenommen habe. Ne? Das war dann schon irgendwo effektiver. Ne? Und ich habe ja eigentlich immer nur in der 90-Kilo-Klasse bin ich gestartet. Ich hatte also nie Ambitionen, in der 100-Kilo-Klasse zu starten, weil ja gewisse Bedingungen das auch erschwert hätten. Na gut, ja klar. Es ist scheißegal, in welcher Profi-Liga du starten willst. Profi ist Profi. Ja. Wenn du halt auf der Olympia-Rolle in die ersten 15 kommen willst, dann hast du schon echt ein Problem. Ne? Dann raucht es schon, da sind schon wirklich gute Leute am Start. Das hat sich in den letzten 6-7 Jahren auch ganz anders entwickelt, zumindest für sich. Ja. Also der jetzt, Mr. Olympia war damals, dieser Jeremy Buendia oder wie der heißt, der wird jetzt keine Top 10 mehr schaffen mit der alten Form. Ja. Das glaube ich auch nicht. Genau wie die Classic Physik, der erste, der gewonnen hat. Das war der Danny Hester, ist der, glaube ich. So ein bisschen kleiner. Der war auch ein bisschen, ich glaube, der war bestimmt schon Ende 40 oder Mitte 50. Und danach kamen die nächsten. Die nochmal ganz anders aussahen. Aber gut, die Klassen müssen sich auch immer erst entwickeln. Ja, das Booster ist momentan, finde ich, so in der, wie sagt man, Klassik-Schiene. Ja, klar, ist ja jedem klar, dass er irgendwo momentan vorne ist. Und bei dem war sehr schön sichtbar. Den kannst du auch 2 Tage vorher Bilder anschauen vom Hotelzimmer. Ist der Mann hart. Und der kommt auf die Bühne und ist auch hart. Also er ist über mehrere Tage gleich hart. Mal dann versuchen vorher, was weiß ich, vielleicht nicht so hart und dann auf einmal hart werden zu wollen. Also am besten ist das schon ein paar Tage vorher in Form, da braucht man ja nicht so rumexperimentieren. Ne? Und so habe ich halt auch immer gehalten. Dann kann nichts passieren, dann bist du halt hart. Thank you.
6. 7. 8. 1. 9. Es gibt so viele Videos, wo die Leute den Bizeps reißen, den Brustmuskel reißen, was nicht alles. Und wenn man denkt, dass man schon 60 Jahre alt ist, dann soll man nicht zufrieden sein, dass man das Gewicht noch bewegen kann. Das ist so Sachen, wo man dann wirklich sich vor Augen halten muss. Ne? Also du bleibst immer bei den Basischen, also bei den Basics, was Übungen angeht. Ne? Also kein großartiger, irgendwie am Kabel, irgendwie so ein Kram. Allein wenn ich schon die Arme hochhebe. Wer von euch hat dann schon mal mit dem Schraubenzieher in die Decke ein paar Schrauben reingebracht? Und da werde ich schon Teufel tun, den Arm hochzuhalten, wenn ich Bizeps trainiere, damit das Blut besser rausläuft oder was? Also ich kann die Leute nicht verstehen, sorry. Das soll auch zu Maschinen gebaut werden, weil es machbar ist. Ne? Ich glaube, das ist eher so ein sich selber anschauen und spiegeln zu können, dass man halt da den Bizeps sehen kann, wie er arbeitet. Aber erstens kannst du kein effektiv schweres Gewicht bewegen. Ja? Zweitens ist es natürlich auch von der Durchblutung her ein bisschen schwieriger. Vielleicht waagerecht geht noch, aber es gibt ja Leute, die sich flach hinlegen und dann von oben nach unten das Gewicht ziehen. Ne? Also das kann ja nicht. Genauso wie die Beinpresse, wenn du halt komplett unter dem Gewicht liegst und dann nach oben senkrecht drückst. Und dann der Blut da alles da reinkriegen. Also das würde ich niemals machen wollen. 500 Schabbeinpresse ist okay, aber das senkrechte. Ich weiß auch gar nicht, gibt es denn wirklich Profis, die das machen? Ich kenne also die Übung, kenne ich von Markus Rühl. Senkrecht nach oben? Das viele nachmachen jetzt. Ach, ja, das bleibt ja eben selber überlassen, ist ja kein Thema. Ich weiß, dass man das gut auch schwört, aber Thomas Scheu tut es nicht. Aber ich glaube, die Wirkung von Marius Rühl ist dann größer. Also wirklich ganz in die Streckung gehen, ne? Weil es hier unten etwas leichter ist. Wann hast du das letzte Mal dein Training geändert? Vielleicht nach dem Abriss der Oberschenkel. Ja, also im Prinzip sind meine Übungen eigentlich schon mal gleich geblieben. Ich habe mal die Übungen rausgesucht, die bei mir am besten effektiv waren. Und die habe ich auch weiter verfolgt. Ich habe vielleicht die Reihenfolge der Übungen ein bisschen getauscht. Aber im Endeffekt, höchstens wenn dann irgendwo mal eine Übung mir eine Verletzung bereitet hat, einen Ellenbogen oder eine Schulter oder sonst irgendwas, habe ich die halt mal zeitlang weggelassen und andere Übungen gemacht. Es gab auch eine Zeit, wo ich also Kurzhantel rudern über ja bestimmt 10, 15 Jahre gar nicht gemacht habe. Da habe ich damals noch ein Video gesehen von Mike Quinn, wie der mit freiem Oberkörper Rudern einarmig gemacht hat. Und da konntest du genau sehen, wie er den Arm bewegt hat, wo dann im Rücken die Muskulatur anfängt zu arbeiten. Ja, und dann, gerade im unteren Bereich, wurde das dann schön sichtbar. Und da habe ich mir also Mühe gegeben, nicht mehr einfach nur Riesengewicht, 60, 70 Kilo Kurzhantel hochzureißen, sondern wirklich bewusst die Kurzhantel hochzuziehen und auch in dem Bereich zu spüren, wo ich es haben möchte. Und seitdem ist auch mein Rücken dann im unteren Bereich so strukturiert. Hast du es doch mal gemerkt? Ja, ja, doch. Ja, das ist ja das, warum mein Rücken doch einen gewissen Bekanntheitsgrad gekriegt hat. Dass er also von oben bis unten dann diese Struktur reingekriegt hat. Das war also erst, das fing erst in den 90er Jahren an, wo ich mit Kurzhantel wieder gearbeitet habe. Aber so richtig die Trainingsmethode geändert? Das ist jetzt abgesehen von Übungen oder die Reihenfolge, so zum Beispiel jetzt von Volumentraining? Nee. Ich habe nie Push-Pull-Beine gemacht. Ich muss immer so lachen. Ich habe auch schon mal versucht, Bizeps und Trizeps einzeln zu trainieren, aber es hat bei mir einfach nicht so das Feeling gegeben einerseits. Und ich finde auch, wenn man den Bizeps schon trainiert hat, dass man dann beim Trizeps eigentlich ein bisschen mehr Gewicht bewegen kann, weil der halt ein bisschen gepumpt ist und ein bisschen wieder abschlitzt. Und ich habe schon mal versucht, mit relativ hohem Gewicht zu arbeiten. Wenn heute natürlich die ganze Jugend versucht, ultra korrekt zu trainieren, das war so schön mit dem Rühl, hat er irgendwie gesagt. Also wenn du super korrekt trainierst, siehst du aus wie ein Wellensittich oder sowas. Ne? Und da muss ich jetzt schon ein bisschen recht geben. Dann bleibt halt irgendwo auf einem gewissen Level stehen. Du musst halt so ein bisschen Bewegung mit reinbringen, dass du halt vielleicht das Gewicht mal wieder ein bisschen steuern kannst. Ne?
Also geht man auch ein bisschen mehr über die Grenze halt, ne? Ja, man muss ja irgendwo mal weiterkommen in der Entwicklung, ne? Ja, weil es die Grenze zwar gegeben, naturell, aber bis dahin ist halt eben noch ein Weg, wo die meisten gar nicht gemacht haben. Ne? Ich kenne auch, glaube ich, keinen, und man sieht, glaube ich, oder man sieht keinen erfolgreichen Bodybuilder, sag ich mal, der, was heißt denn Korea, also die, sag ich mal, super sauber. Doch. Ja? Und alle die, die über 40 sind oder an die 50. Ja, gut, wenn die dann verletzungsbedingt dann, dass sie da ein bisschen aufpassen müssen. Wenn die mal 20 oder 30 waren, hättest du mal sehen sollen, was die geknüppelt haben. Ne? Aber bei den letzten Wiederholungen, zumindest bei, nicht, vielleicht nicht bei Einsätzen, aber bei gewissen Sätzen, dann muss man halt ein bisschen. Ja, dann tust du halt mal ein bisschen Schwung holen. Was ist, ja. Du hast 9 Wiederholungen super korrekt gemacht oder so. Sagen wir, super korrekt mache ich ja nie. Ja? Ja. Also, wenn es nach dem geht, was ich dann teilweise geschrieben bekomme, wie ich abfälschen würde beim Training, ja, ganz schlimm. Muss mich wundern, dass die anderen halt eben aussehen wie ein Schlauch und dann mir aber Vorwürfe machen. Deswegen muss da immer eine gewisse Bewegung reinkommen, dass du halt schaffst. Ne? Das ist jetzt mal bewegungsmäßig bei den Kniebeugen. Viele machen halt einen Satz, also eine Wiederholung, kommen wieder hoch, wieder eine Wiederholung, gehen wieder hoch. Und ich habe halt eben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe mal mit 220 Kilo 20 Wiederholungen gemacht. Wenn ich jedes Mal halt oben stehen bleiben wollen, wie viel Zeit hätte ich denn da gebraucht? Und ich habe nicht einen Satz gemacht mit 220 Kilo, sondern mehrere Sätze. Ja, das ist schon extrem anstrengend gewesen. Und ich habe es eigentlich in der Hoffnung gemacht. Das war da für mich der Cardio-Vorschlag für die Oberschenkel. Ja. Aber ganz so strukturiert, wie ich mir das erhofft habe, sind sie durch die 20 Kilo auch nicht geworden. Ja. Ja, gut, also dementsprechend ordentlich verbraucht. Ne? Ich meine, wenn alle dann. Kalorienverbrauch haben mit Sicherheit hoch, Fettverbrennung braucht auch nicht. Das war dein Cardio-Training. Im Prinzip. Das ist das Gleiche nochmal mit der Ernährung. Hat sich deine Ernährung die letzten 40 Jahren, sag ich mal. Eigentlich auch nicht. Also ich habe halt, es gab mal eine Zeit, da habe ich mal über ein Jahr lang Fleisch gegessen, 1,6 Kilo jeden Tag. Aber festgestellt, hat mir jetzt nicht viel gebracht in dem einen Jahr. Ich war ja immer wieder auf Weltmeisterschaften gefahren und trotzdem dann nicht irgendwie ein Wunder der Explosion entstanden ist. Ne? Und dann hast du halt wieder reduziert und im Allgemeinen war ich so jahrelang auf 200, 300 Gramm Eiweiß am Tag. Was ich aber auch noch mit der Zeit reduziert hat, jetzt so im Alter. Ne? Aber die Hauptkalorienzahl waren bei mir halt gute Kohlenhydrate, relativ wirklich viel davon, aber halt auch vor dem Training. Mhm. Nach dem Training halt kaum oder wenig. Ne? Nach dem Training wenig? Wenig. Ah, okay. Ja gut, man sagt ja normal 50 Gramm nach dem Training, um die Kohlenhydrate wieder zu füllen. Ne? Da redet man nicht von, was weiß ich, 500 Gramm Spaghetti oder so. Na gut, ja. Hast du keinen Unterschied gemerkt, ob das Eiweiß jetzt sehr hoch war oder eher moderat? Also wie gesagt, die 1,6 Kilo und war ja nicht mehr Fleisch, also da hat mir jetzt nicht irgendwie Welten was dazu gebracht. Ne? Ja. Vielleicht da auch noch mal was dazu, weil viele immer sagen, man muss auch mächtig füttern, um Masse aufzubauen. Man muss halt auch ein bisschen unterscheiden. Wenn man jetzt ein junger Mann ist, der sagen wir 80 Kilo wiegt, dann will jetzt Muskeln aufbauen. Muss er nicht unbedingt 20 Kilo Fett sich anfressen, damit das dann irgendwo passiert. Ja? Wenn man natürlich junge, ambitionierte Leute hat, die vielleicht irgendwann mal im Schwergewicht vorne mitmischen wollen, da muss da schon ordentlich was gefuttert werden. Ne? Aber wenn du jetzt einfach sagen wir mal, mit 80 Kilo naja, wirklich eine durchschnittliche Figur haben willst, und das war halt bei mir, ich war damals Bruce Lee-Fan, hatte halt 67 Kilo, Bruce Lee hatte 62, ich war ein bisschen größer wie der, habe ich gedacht, okay, darfst du 67 Kilo wiegen, hat zweimal die Woche Judo und zweimal die Woche Karate gemacht und wenn ich schwerer geworden bin, bin ich dann laufen gegangen und nichts gegessen. Und habe trotzdem in dem Jahr, wo ich halt mit Gewichtstraining angefangen habe, das weiß ich noch ganz genau, 7 Sätze Bankdrücken, 7 Sätze Latziehen, 7 Sätze Bizep, Trizep, dann noch an dem Bauchbrett Bauchmuskeln trainiert, danach zum Judo Karate. Und habe in dem Jahr von schrecklichen 32,5 cm Oberarm mit 67 Kilo innerhalb von nicht ganz einem Jahr 39,5 gehabt. Also ohne irgendwelche Supplemente oder irgendwie Gewichtszunahmen oder sonst irgendwas. Das weiß ich halt so genau, weil ich keinen 40 hatte. Arm trainiert, gemessen, 39,5, scheiße, immer noch kein 40er. Und dann allerdings muss ich sagen, bin ich halt Studio gekommen, wo ich auch heute noch immer trainiere irgendwo. Der hat auch gesagt, Freund, ein bisschen was essen musst du schon, ne? Sonst klappt das nicht. Dann habe ich auch angefangen zu futtern und dann bin ich also wirklich in einem Jahr nochmal so 45, 46 gekommen. Die waren natürlich nicht voll austrainiert. Aber ich sage halt nur mal so einen gewissen Grad, das gilt auch gerade für Bikini-Frauen, bei denen es nicht unbedingt nötig ist, dass sie sich 15, 20 Kilo anfressen. Ne? Sondern einfach nur gute Ernährung, genug Eiweiß und Gas geben im Training, dann passiert doch was.
Posing-Tipps hast, her damit. Okay, lass mal locker. Machen wir euch bitte die Pose. Es ist jetzt am Anfang nicht können, aber es ist schon echt wichtig, das so zu machen. Okay, lass du. Ich erkläre dir warum gleich. Mach die Beine nicht zu weit auseinander. Dann meinst du echt, du willst Fußball durchschießen, weißt du? Du hast schon ausladende Beine, aber wenn du jetzt so dich hinstellst, sieht schon scheiße aus. Auch gut die Hüften, ne? Reicht schon, wenn du schon draußen zu sehen bist. Und dann musst du normalerweise, also zumindest bei IFG, musst du die Füße sogar relativ zusammenhalten, ne? Ja, bei der NPC glaube ich nicht. Nee, da kannst du. Mann, was sagst du, Spaß? Im Aufbau sind noch scheiße. Ausreden. Okay, und hier? Okay, gut, nochmal. Nehmen die Arm direkt an die Seite und ziehen den so nach hinten am Lab vorbei. Genau. Dann wird nämlich auch dick massiver. Siehst du das? Ah. Das braucht direkt mal einen halben Zentimeter, Zentimeter aus. Wir geben beim Training ja immer 120%. Ne? Ah. Mehr als 100% ist ja schwierig. Ne? Und absoluten Fokus und hast nicht gesehen. Ich habe immer geschrieben. Wenn ich jetzt 40 Jahre jeden Tag mit absolutem Fokus und 20% trainiert hätte, wäre ich doch schon längst tot, würde ich behaupten. Also Bullshit hoch 3. Und wir haben gerade früher, wir haben so viel gelacht beim Training, wenn jetzt 10 Mann sind und jeder hat Unsinn geredet und trotzdem sind der eine Ecke 300 Kilo gebeugt worden, der andere hat einen 52 Oberarm trainiert, weißt du. Aber cool. Und das ist halt heute in seltenen Shooters auch der Fall, dass da mal 2, 3 schwere Jungs sind. Ne? Das spornt, glaube ich, auch gegenseitig an, wenn man weiß, der Trainingspartner. So, also wie wir das mal geschafft haben, über 200 Kilo Kniebeuge zu machen. Bis dahin waren viele, die hatten vielleicht 190, 3, 4 Mal gebeugt, aber die 200 haben sie nicht geschafft, weil sie einfach die 200 Angst vor hatten irgendwo. Aber wie sie dann gesehen haben, bei uns hat man mittlerweile schon 250 gebeugt haben, haben nachher auch locker, ich sag mal, 7, 8 Leute gehabt, die halt mit über 200 Kilo Kniebeuge gemacht hatten. Ne? Ja, wenn man es ein paar Mal sieht, so live, dass es viele können, dann ist Mutti vielleicht auch ein, dass man das dann. Man sieht, dass es ist. Man hat bestimmt 7 Jungs gehabt, die 200 Kilo auf der Flachbahn gedrückt haben. Ne? Und die anderen haben halt eben nur 180 gedrückt. Aber jetzt gehen wir in die Studie und suchen einen, der 180 Kilo auf der Flachbahn gedrückt. Da musst du dann suchen. Und die Jungs, die waren damals zwischen 19 und 23 Jahre alt. Ne? Eine Güte, ne? Und 7 Jungs davon, die locker. Einer hat sogar 2-mal die 200 gedrückt. Ich weiß nicht. Yeah. Wahrscheinlich ein bisschen mehr aufgebaut. Das ist auch das Gute, ne? Dass ja auch die Profis, dann, wenn die einen Trainer haben, im Goldschirm so, die haben dann immer einen, dass sie, egal ob die einen schlechten Tag haben oder nicht. Ja. Ich weiß nicht, das ist auch mal so. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals neben Tom Platz einer gestanden hätte und ihn angespornt hätte. Ja, er war ja der. Aha. Hat neben Arnold schon mal einer gestanden als Coach, hat ihn angespornt? Wüsste ich jetzt auch nicht. Den Top-Platz habe ich 2017, da war ich 2 Wochen da gewesen, okay. Dass ich 2 Wochen mit ihm trainiert gab, so jeden zweiten Tag. Und da hat er erzählt, der wollte den, also Sergio Oliva Junior, der sollte mehr oder weniger beim Training zu mir so vorbereitet werden mit ihm. Haben auch ein paar Mal trainiert und dann wurde irgendwie wohl die Zusammenarbeit wohl wieder abgebrochen, weil ihm das Training mit Tom zu hart war. Ja, denke ich mir. Aber es ist halt immer die Frage, weißt du, was Härte ist? Ich nehme jetzt mal ein Video von David Hoffmann, wie er mit Tom Platz gearbeitet hat. Da hat, glaube ich, schon 180 Kilo, 10 Wiederholungen in der Kniebeuge gemacht. Ja, David hat sich schwer zusammengerissen, hat 15 geschafft. In den letzten 5 hat er Tom Platz so angeschrien, dass er 20 geschafft hat. Ne? Natürlich total am Ende, nach diesem Satz. Und der nächste Satz war damit, lass mich nicht lügen, ich meine 120 Kilo. Ich meine, wenn du da 20 gemacht hast, bis zum absoluten Versagen,
Dann mit 120 Kilo, auch nochmal 20 Kilo geschafft. Total am Ende. Und dann noch einen Satz gemacht mit 60 Kilo. Und jetzt frage ich euch, wie viel werden die 120 Kilo und 60 Kilo an Muskelwachstum gebracht haben? Hätte er vielleicht mit 180 Kilo lieber 10 Sätze Zählerbewegungen gemacht? Oder muss ich da jetzt, habe ich da ein falsches Denken? Was interessant oder was gut ist, was Topplatz erreicht, dass die Leute vielleicht an ihre eigenen Grenzen herangehen. Oder wissen, hier ist eine eigentliche Grenze. Ne? Aber du kannst nicht jedes Training so eine Grenze erreichen. Und ich will auch im nächsten Training, was weiß ich, auf der Flachbank wieder Höchstleistungen schaffen irgendwo oder Kniebeuge. Und wenn du dann aber so ein Training hinlegst, dass du zwei Wochen vielleicht nicht mehr laufen kannst, weil schon wieder zu produktiv ist. Ne? Man kann sich dann an einen ersten Proteinshake erinnern? Ja. Damals gab es eigentlich, glaube ich, noch gar kein Eiweiß mit Geschmack. Und das erste Eiweiß, was ich gekriegt habe, war halt von meinem Stuhlbesitzer, wenn wir halt fleißig trainiert haben. Da gab es dann abends einen Eiweißbrei. Der Eiweißbrei waren 250 Gramm Haferflocken. Mhm. Dann hat er die Dose geholt, ist mit dem Esslöffel da rein. Was auf dem Löffel geblieben ist, die Kuppe war ein Löffel. Davon sechs Löffel da rein. Und jetzt kommt der Knaller, damit das Ganze ordentlich schmeckt. Ich habe genauso viel Nesquik. 6 Esslöffel Nesquik da rein. Und allein jetzt die 250 Gramm Haferflocken und die Nesquik und das Eiweißpulver, ich weiß nicht, wie viele Kalorien der ganze Spaß hatte, das hat es dann auch relativ schnell essen müssen, weil wenn du zu viel Zeit gelassen hast, dann wird das mehr wie Beton. Am Anfang war das so ein bisschen flüssig, cremig und wenn du dann nach 10 Minuten, dann konntest du schon bald kauen den Kram. Ne? Und dann schnell rein damit. Das wusste gar nicht getrunken, sondern wirklich dann quasi das Brei gegessen. Ja. Im Studio. Der wurde halt immer breirig, bis er nachher zu fest oder ja, hättest du noch eine halbe Stunde gewartet, hättest du wahrscheinlich einen Meisel holen können. Aber es hat auch wirklich, ich habe dann bei der Bundeswehr das Eiweiß dann auch mitgenommen und das in dem Bundeswehrbesteck, da gibt es ja diese Aluminiumdosen, gab es damals, ich weiß nicht, ob die heute noch gibt. Und da hast du halt Haferflocken rein, Eiweiß und Kakao. Dann hatten sie in der Kantine keinen Kakao, dann nimmst du Milch. Das ging ja auch noch. Das war kein Milch und kein Kakao. Und das hast du halt mit Wasser gemacht. Aber dieses Aluminium und dann Wasser, boah, Junge, da hast du es echt reingewürgt. Ja, du hast gedacht, boah, teuer, muss jetzt rein. Gell? Das war so schlimm. Aber gefuttert haben wir es dann trotzdem. Das waren so die ersten Eiweißerfahrungen. Also günstig war es nicht. Da war damals schon ein bisschen. Ja, man hat halt gedacht, das kannst du jetzt nicht wegwerfen. Das musst du ja. Nee, klar. Ist ja ganz wichtig. Ja. Gut essen halt und was willst du da groß sagen? Du hast deine Fette, du hast deine Eiweiße, du hast deine Kohlenhydrate. Und wo sind jetzt die großen Geheimnisse? Ist halt eben deine 6000 Kalorien, dann haust du halt die Kalorienzahl der Kohlenhydrate hoch. Gibt auch welche, die machen dann, ich weiß gar nicht, sogar 2000, 3000 Kalorien nur an Fett, was ich jetzt wieder nicht so gut finde. Wobei man auch da wieder sagen muss, also ich habe auch schon erlebt, dass einer versucht hat, nur durch gute Kohlenhydrate auf eine Zahl von 7000, 8000 zu kommen, wobei da die Problematik entstand, dass du dann eine Bauchspeicheldrüseentzündung bekommst, weil du ständig da Insulin produzieren musst, ist dann krass. Ne? Das ist dann der Grund, warum wahrscheinlich viele schwere auch Jungs... Manche teilweise wirklich deswegen auch krank werden. Ne? Also Insulin. Ja, vielleicht wird doch vielleicht deswegen zugeführt, dass es halt eben nicht so produziert werden muss. Aber auch die Radfahrer, wenn man das so vor Augen hält, die Radfahrer haben ja auch teilweise 7.000, 8.000 Kalorien am Tag, aber die decken Großteil durch Olivenöl und so, ne? Ja, krass. Weil das halt eine große Energielieferant ist und halt eben nicht irgendwie auch große Mengen Bauch-Darm-Bereich entstehen, ne? Ja. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst vorher, das habe ich einfach mal erfahren, ne? Wie war das Training mit Yusuf Wilkow? Wilkows? Wilkosch. Ja. Er hat auch sehr viele Sätze gemacht. Ich weiß noch, da war sogar ich überrascht. Ich habe mit dem 40 Sätze Rücken trainiert. Denke ich, toller Wetter, ist jetzt für mich eigentlich auch ein bisschen viel. Und ich war ganz stolz, dass ich damals, da war ich ja gerade mal 20, 21,
150 Kilo Latziehen schaffe, ne? Da habe ich gedacht, oh, jetzt kannst du nicht mal Parole bieten. Ne? Hat der Drecksack auch gezogen, also ohne Problem. Gell? Wirklich, der Mann war ja für mich damals, ich weiß gar nicht, war der da Mitte 30 oder 40. Und enormer Oberkörper, enorm dicke Arme. Die Beine waren natürlich etwas schlank, das kann man ja heute auch sehen auf Bildern. Aber er war schon sehr, das war schon eine sehr strukturierte, feste Muskulatur. Ne? Er war schon, wenn er vor einem stand, das war schon beeindruckend. Ja? Man vertut sich schon, wenn man die Fotos sieht, aber wenn er vor einem stand, es gibt auch ein Bild, wo er dann irgendwie den Trizeps so rausschiebt. Mhm. Das war schon ein dicker Arm, auf jeden Fall. Ja? Kannst du schon was mitnehmen, ne? Ja, auf jeden Fall. Vor allem das mit dem Wadentraining, was du da gesagt hast. Ach so, ne? Ja, gut, okay, Waden, ja, da habe ich eben mal ein bisschen erzählt. Für die Zuschauer jetzt nochmal, Arnold hat damals gesagt bei dem Seminar, jeden Tag 10 Sätze, 1000 Pfund. Also schwer, möglichst schwer, ja. Jeden Tag. Und ich habe das halt direkt gemacht, aber für mich ja gar keine Frage, wenn Arnold das sagt. Ich habe schon innerhalb von ein, zwei Monaten deutliche Entwicklungssteigerung gehabt in der Wade. Und durch den Yusuf damals, der war mal 3 Wochen in der Endphase der Diät beim Arnold zum Training für die Profi-Weltmeisterschaft. Und der hat also damals in den 3 Wochen 1,5 Zentimeter an Waden zugelegt. Ne? In der Endphase der Diät. Also, ich habe das bei YouTube auch mal reingestellt so und dann wurde er schräg beschimpft. Dann dachte ich, pff, so ein Blödsinn, Wade, Muskel wie der andere. Aber es waren noch einige, die es tatsächlich probiert haben und auch wirklich dann mir geschrieben haben, dass sie echt auch 1,5-2 Zentimeter zugelegt haben in wenigen Wochen. Ich glaube, man muss es vorher probieren, damit man sich überhaupt eine Meinung zu bilden kann. Ja, es sind ja auch so ein paar Sachen, wo ich dann auch mal denke, ich probiere doch erstmal was aus. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein neues Trainingssystem probiere, das ist ja das Problem, wenn die Leute auch zu schwer sind, ja, zu fett sind, können sie ja gar nicht erkennen, ob es überhaupt was bringt. Wenn du aber einen gewissen, relativ mäßigen Fettgehalt hast, und machst dann wegen beim Schultertraining eine ganz andere Satzzahl und vielleicht noch andere Übungen, wo dann vielleicht doch viel besser reingehen. Und du siehst dann nach 3-4 Wochen, ja, leck mich am Arsch, die Schulter ist besser geworden. Dann habe ich doch was, dann weiß ich schon, dass es funktioniert. Ja? Aber man muss es doch wenigstens mal probieren in ein paar Wochen. Und nicht direkt sagen, das kann nichts sein. Ja? Zumal, wenn es halt eben irgendjemand sagt, der den Eindruck hinterlässt, der Mann sollte ein bisschen Ahnung haben, ne? Von dem, was er da redet. Wenn wir jetzt die Zeit zurückdrehen könnten, würdest du in die USA auswandern? Nee. Weil du da eventuell mehr Möglichkeiten hättest? Nein? Ganz sicher nicht. Es gibt ein paar Länder, die wohl interessant sind. Also ich habe gehört, dass Brasilien wirklich sehr bodybegeistert ist und dass da Jungs teilweise wirklich sehr gute Verträge angeboten bekommen. Aber nicht früher, sondern jetzt meinst du, oder? Ja, früher da mit Sicherheit sowieso. Ich weiß gar nicht, ob Brasilien damals einer trainiert hat, keine Ahnung. Ne? Aber finanziell hätte es mir mit Sicherheit nichts gebracht. Und ich war ja, du hast auch erlebt, gut, Dennis Wolf und auch der Roland Schielock, die Edge schon mal mitgemacht haben bei der Olympiawahl, wisst die mal vorne anerkannt wurden. Ne? Das hat also auch schon mal sehr lange gedauert. Ob das jetzt so viel schneller gegangen wäre, kann natürlich sein, je nachdem, was für einen amerikanischen Sponsor sie gehabt hätten. Wären sie bei weiter einen Vertrag, hätte es wahrscheinlich schneller funktioniert. Ne? Das ist ja jetzt kein großes Geheimnis. Aber für mich war ja auch nicht mal interessant, auf der Mr. Olympia-Wahl starten zu wollen. Das habe ich ja schon als einziger meines Wissens. Ich wüsste keinen, der es sonst irgendwo im Prinzip ja abgelehnt hat. Kenne ich keinen. Ich war der Einzige. Aber meinst du nicht, man hätte trotzdem irgendwie erfolgreich sein können, finanziell, ohne jetzt irgendwie Profi werden können? Als damals glaube ich überhaupt nicht die Möglichkeit. Aber ich war finanziell einer der erfolgreichsten durch die vielen Anzahl meiner Gastauftritte. Es gab ja damals nur die Sportrevue, die halt eben dich publik gemacht hat. Heute hast du Internet, da machst du 30 lustige Videos, hast vielleicht einen dritten Platz bei Natural Bodybuilding gemacht und hast 300.000 Follower. Gut, heute muss man sie selber vermarkten. Ne? Früher warst du abhängig von den Magazinen. Je mehr Blödsinn du machst, umso mehr Follower kriegst du. Aber ich werde einen Teufel tun, mich so zum Narren zu machen, da irgendwelche so blöde Videos zu drehen, was ich teilweise zu sehen kriege. Wenn man dasselbe, wenn man auffallen will, dann muss man halt was Neues oder was anderes erzählen. Oh, ich hätte genug zu erzählen, um aufzufallen, aber ich kann dir mal alles erzählen, was ich so weiß. Ne? Das ist das nächste Problem. Also sonst wäre es das erstmal, würde ich sagen. Danke für deine Zeit. Gerne. Und ja, mal gucken, ob wir vielleicht mal in Zukunft vielleicht nochmal was machen.